und da bin ich wieder, der MD-Tuner, und wieder mit Fortnite Battle Royale. Und jetzt zeige ich euch den Spielmodus Duo, also wo man quasi zu zweit gegen die anderen 99 Personen kämpft, beziehungsweise sind es ja knapp 50 Gruppen, wie auch immer. Wir starten auch direkt ohne großes Schwatzen und dann hoffe ich mal, dass ich euch auch das Stürmchen und alles mal zeigen kann. Spielersuche ist im Gang, frei, dann geht es jetzt gleich los. Und wie gesagt, es gibt einen Sturm, der die Karte kleiner machen lässt. Das heißt, wir können uns nicht irgendwo auf der Insel verschanzen. Der Sturm zwingt uns immer weiter in das Auge des Sturms zu kommen. Also es konnte in der Mitte der Insel sein, rechts, links, wie auch immer. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen und ob wir es unter die Top 10 jetzt mal schaffen. Lassen wir uns überraschen. So, dann machen wir da auf, dass der Lachtempo startet. In 4-5 Sekunden. Und dann sind wir im Bus. Immer los. Hier kommen wir rein. Unten rechts. Dunkel, aber schlecht. Mit der wieder hoch. So, hier sieht man, hat mein Dunkelkumpel von einer Maschine hochgesetzt. Genau. In Rot, aber weiß, alles da. Das ist eigentlich jetzt das Coole, wenn wir jetzt zu zweit spielen, weil später auch in der Einheit, dann wissen alle ganz genau, okay, da springen wir ab, da wollen wir hin, er ist jetzt auch schon abgesprungen. Ja, muss man zusammen mit ihm kommen. Da ist sein Name. Das ist aber nicht das Feld. Naja, egal. Fliegen wir runter zu ihm, dass wir zu zweit sind. Dann schauen wir mal, ob wir das zu zweit drauf oder vielleicht sterben. Ja. Jetzt haben wir mal hinterher. Ich wollte eigentlich eine Hütte, dass wir hier mal ein bisschen an Waffen kommen. Da ist eine Kiste. Ist das genial. Da sind sie dann. Ein bisschen den Jungen. Erstmal einen Powerplan. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein Treppchen bauen. Okay. Gut, warten wir mal. Verbrennt habe ich auch. Auge des Sturms wird zu einem Einwurfstück. Wir sind ja genau damit. Einmal und einmal. Können wir übrigens auch tanken. So, dann würde ich sagen, wo ist er hin? Ich höre das mal nicht an. Dann tust du das. Egal. Hat er ausschaut, dass hier keine Leute kommen. Wir sollten uns ein Haus suchen. Autsch, das hat ein bisschen weh getan. Waffe. Hier noch einen, der die Leute spielt.
ein schönes Wetter werden. Zauber ist dann hier. Einmal frei. Wow! Wunderbar, ne? So, warum ich geduckt? Wow! Nein, von hinten. So, wie man jetzt sieht, im Duo-Modus ist man noch nicht direkt tot. Direkt abgeschossen. Würde ich sagen, machen wir gleich nochmal eine neue Runde hinterher, ohne dass ihr groß mappen müsst. So, da sind wir auch direkt wieder im Bus. Zur nächsten Runde Duo. Schauen wir mal, mein Kompagnon hat schon wieder eine Markierung gesetzt. Und dann springen wir gemeinsam ab. Gut. So, darf man durchkommen? So, wenn man sie nicht mehr sterben kann, aber das macht auch Gefühl halt, das ist immer wieder das Gefühl, was man hier macht. Gar nicht immer simpel, wird auf die Glück dazu. So, wie sehr. Da geht einer runter. Dann gehen wir aufs Haus, durchs Dach durch und der Hauptmann ist eine Geschichte. Zack, Feuerwerk. Yeah, sehr schön. Kann ich gerade eine Bart nehmen? Nein! Ah, schade. Okay, Leute, das war gar nichts. Auf eine neue Runde. Nächste Runde. So. Jetzt suche ich mal eine Markierung. Mal gucken, ob mein Kompagnon damit einverstanden ist. Oder ob er vorher schon abhaut. Ein richtiges Teamspiel hat man jetzt gerade nicht so wirklich. Egal. Ja, ich glaube, da kommt man hier gleich hin. 3, 2, 1 würde ich sagen, springen wir raus. Ja, ist draußen. So.
Okay, aktuell keine Gegner hier. Dann wird es jetzt auch, hoffe ich mal, eine spannende Runde. Spannend ist es so oder so. Will oder nicht? Und wie schnell man hier stirbt, ist man nicht. Eine Kiste! Und es geht los. Einwandfrei. Was ist das für eine Waffe? Also Raketen aber. Also mit Raketenwerfer kann ich bestimmt was anfangen, aber es macht auch einen ganz schönen Knall hier. So, da sieht man es jetzt. Wir sind absolut nicht im Auge. Das ist Sturm. Das heißt, es wird spannend werden. Wir müssen den nicht treffen. Das ist der Auto. Da haben wir noch ein paar Waffen. Oh! Munition, willst du die haben? Tabelle, wie gesagt, ist es rot. Was willst denn du bauen? Weißt du aber schon, dass wir nicht im Auge des Sturms sind? Egal. Ich würde sagen, wir gehen mal langsam auf die Reise. Denn in einer Minute 40 kommt der Sturm auf. Du baust eine Falle hier. Das ist eine Falle, so eine Funkfalle. Da fliegt man nämlich unglaublich nach oben. Wow, cool. Zack. Fetzt. Bringt nur nichts, wenn ich sonderlich hochkomme. Naja, komm hin, Jung. Der Sturm zieht gleich auf. Dein Gegner? Scheiße, ich bräuchte ein Scharfschützengewehr. Ja, warte mal gucken hier. Da scheint bestimmt was drin zu sein. Wow, ist das eine Macke? Ja, mal. Geht's? Was ist das denn? Boah. Okay, so schnell ist es wieder vorbei. Wir haben es gesehen. Aber warum nicht mein eigener Kompagnon beschießen? Naja, egal. So, auf der nächsten Runde. Nächste Runde. Du, Match. So, da hat er schon die Markierung gesetzt. Der Kollege. Schauen wir, wie der Kollege drauf ist. Und dann machen wir mal, dass wir mal eine Länge Runde zu gucken. So, dann springen wir den anderen jetzt ab. Wow, da sind noch einige. Also Priorität, Waffe suchen. Redner. Im Haus landen.
Achso, das ist mein. Sorry. Wow! Nein! So schnell ist vorbei, bitte rette mich! Nein, er ist auch tot! Okay, das war's. Nächste Runde. Next round. So, dann gucken wir mal, das war. Jetzt ein bisschen länger am Leben bleiben. Wollen wir eine Markierung? Nein, ich kann nicht mehr hier. Funktioniert. Ich bin hier dahinter gesetzt. Springen wir zusammen da. Ab. Würde ich sagen, gehen wir runter und hoffen mal, dass wir ein paar Sachen finden. Komm, nein, Dach! Egal. Treppe bauen. Bauen. Genug da, das klingt ja mal gar nicht. Na gut, dann müssen wir uns erstmal. Leichte Patronen. Mehr war hier jetzt nicht drin. Na prima, na gut, eine Maschinenpistole haben wir. Und Schlürfsaft. Hier wollte man trinken. Baller hier nicht so rum, du hast nicht so viel Schuss. Hier haben wir noch ein bisschen was drin. Sturmgewehr, Salve. Ah, da muss ich dran denken, da schießt immer nur dreimal. Mach quasi nur. Brumm. Das war der ein Treppchen. Cool. Und da oben, das ist noch ein Häuschen. So, wir sind ganz schön weit weg vom Sturm. Vom Sturm, vom Auge des Sturms. Heißt, wenn der Sturm kommt, in einer Minute und ein paar Sekunden, dann wird es eng. Dann da mal ohne. Och, er hat einen abgeschossen, cool. Ja, fett. Yeah. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns ins Getümmel.
einer. Wow, da ist noch einer. Wuhu. Nein, ich wurde getroffen. Boah, was? Ich bin hin. Ach, da hat mein Kompagnon auch schon zerstört. Okay, schade. So, ein Röhnchen machen. Tja, in so einem Fall wie eben bräuchte man Granathelme. Dann hätte man die Gegner schön irgendwie aus der Deckung locken können. Aber naja, was soll, das kann man jetzt machen. So, gehen wir gleich zur nächsten Runde. Ich habe mehr Ladezeit wie alle anderen, wie das ich spiele. Ich muss mich da hinten. Kollege mitmacht. Und dann so. Nein, er springt natürlich jetzt schon ab. Schade, hängt ja klappen können. Ja, wir probieren es mal. Einmal wieder rein, noch ein bisschen Action hier. Und dann beim nächsten Mal probieren wir es dann im Einkaufsmodus. Drei weiteren. So, da fliegen schon ein paar. Ich hab so das Gefühl. Halt schon. Wir brauchen. Wir brauchen eine Waffe. Ja. Geht. Läuft. Jawohl. Prima. Das hat funktioniert. Das war vielleicht mal nötig gekommen. Juhu. Ein bisschen Action hier, wa? So, zwei haben wir schon mal. Wir haben ein Snipergewehr, haben wir drei? Halt mal das hier mal ab.
das war's. Schade. Kann man nichts machen, aber egal. War eine coole Runde. Kurz, aber war okay. So, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, war doch gar nicht so schlecht, sagen wir mal so. Ja, hat es euch gefallen, lasst einen Daumen oben da. Nächste Runde gibt es Einheitsmatch, also sprich mit 4 Personen. Und ja, lasst einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin, macht gut. Euer MD-Tuner. Ciao, ciao.